Einst die berühmteste Traumfabrik des Sowjetreichs und bis heute der größte Filmproduzent Russlands, ja sogar Europas. Seit der Oktoberrevolution von 1917 wurden in dem Studio mehr als 2500 Filme produziert. Während des Kalten Krieges gewannen drei davon sogar einen Oscar. Mosfilm. Das war Kino der Weltklasse, geprägt von großen Emotionen und kühnen Bildern. Mosfilm war Filmkunst und zugleich Kino als Instrument der Propaganda. Mit dem Ende des Sowjetreichs geriet der Konzern in eine schwere Krise. Doch heute blüht er wieder auf. Die Zeiten haben sich geändert. Auch bei Mosfilm. Eine Filmstadt mitten in Moskau. Mosfilm. 1924 wurde die Traumfabrik gegründet. Sie ist das größte Filmstudio aus der Sowjetzeit. Mosfilm ist noch immer ein Staatskonzern. Dieser Status schützt das Studio vor der Gier der Immobilienhaie. Die Privatisierung hätte das Ende der Traumfabrik bedeutet. Doch Putin höchstpersönlich hält seine schützende Hand über das Unternehmen. Schließlich nützt dessen legendärer Ruf auch dem Image des neuen Staates. Allein 13 Studios zählen zum Erbe aus der Sowjetzeit. Ein weiteres ist in jüngster Zeit hinzugekommen. Die Studios und technischen Einrichtungen wurden radikal modernisiert. Mosfilm ist gerüstet für die Dreharbeiten der vielen Filme, die hier im Auftrag des Fernsehens und privater Filmfirmen für den riesigen russischen Markt hergestellt werden. Anstatt selbst zu produzieren, vermietet Mosfilm die Studios. Der Konzern konzentriert sich heute auf das Geschäft mit Dienstleistungen. Das ist der Preis für die erfolgreiche Anpassung an den freien Markt. Höchst werbewirksam ist die nostalgische Filmkulisse, die Mosfilm 2004 auf seinem Gelände errichten ließ. Das Moskau des 19. Jahrhunderts. Ursprünglich wurde die Kulissenstadt für einen Kinofilm gebaut. Eine der wenigen Eigenproduktionen, die Mosfilm ausnahmsweise noch realisiert. Dieser Spielfilm über Terrorismus im Zarenreich wurde üppig ausgestattet. Sämtliche Requisiten, die Fahrzeuge, die historischen Uniformen stammen aus dem Fundus der Traumfabrik. Regie führte der Generaldirektor von Mosfilm, Karin Schachnasarow. Dem Regisseur, dessen Karriere bei Mosfilm begann, verdankt das Studio sein Überleben. Als er 1998 von Putin in sein Amt berufen wurde, schien die Talfahrt des Studios unvermeidlich. Mosfilm war in einem schwierigen Zustand. Praktisch existierte das Studio nicht mehr. Vor allem hatten wir absolut keinerlei brauchbare Technik. Wir lagen damals hinter dem Westen um 20 bis 25 Jahre zurück. Es war klar, dass wir sofort an die Modernisierung des Studios gehen mussten. Vor allem neue Technologien kaufen. Denn das Kino entwickelt sich ja rasant weiter. Und vor allem musste man das alles hier wieder in eine gewisse Ordnung bringen. Alles in allem glaube ich, dass es uns gelungen ist, wieder Anschluss an die moderne Technik zu finden. Heute steht unser Studio technisch weltweit keinem anderen Studio nach. Karin Schachnasarow hat den Wandel von Mosfilm selbst eingeleitet. Bedauert er, dass die Kreativität dabei verloren ging? Die Produktion eigener Kinofilme, für die das Studio berühmt war?
Natürlich sehe ich den Verlust an schöpferischem Potenzial, aber habe ich über die Entwicklung des Landes entschieden? Ja, wir haben auch viele Mitarbeiter entlassen, denn wir mussten technisch versierte neue Leute gewinnen. Natürlich war das ziemlich schmerzlich, aber es war unmöglich, hier nichts zu ändern. Mosfilm verfügt heute immer über die neueste Technik. In diesem Studio werden die alten Sowjetstreifen mit modernster Computertechnik restauriert. In neuer Bild- und Tonqualität füllen sie wieder die Abendprogramme im Fernsehen oder sind auf DVD und im Internet zugänglich. Ein Gewinn für Filmfans. Den größten Profit bringen jedoch die Bearbeitungen neuer Spielfilme. Sie werden für die Ausstrahlung im Fernsehen digitalisiert. Unendlich fern scheint die Zeit, als Mosfilm 1924 in dem noch jungen Sowjetreich gegründet wurde, das dem Profitstreben den Kampf angesagt hatte. Die Geister der Vergangenheit. Hier in der Requisite von Mosfilm sind sie noch gegenwärtig. Tausende von Gegenständen. Stumme Zeugen der Geschichte des Sowjetreichs seit 1917. Lenin, der Gründer des Sowjetstaats. Er erklärte das Kino zur wichtigsten aller Künste. Allerdings sah der Pragmatiker in ihm nur ein Mittel zur ideologischen Beeinflussung der Massen. Die Pioniere des sowjetischen Films setzten Lenins Propagandaauftrag jedoch in nie gekannte, kühne Bilder um. In dem Jahrzehnt nach der Oktoberrevolution war das Kino offen für künstlerische Experimente. Sergei Eisenstein, einer der berühmtesten Regisseure des Sowjetkinos, ein Mosfilm-Regisseur. Er war ein Meister der Montage, der Kunst, die Affekte der Zuschauer durch schnelle Schnitte und starke Kontraste zu stimulieren und ideologisch zu lenken. Mit seinem Revolutionsfilm Panzerkreuzer Potjomkin von 1925 hat er Filmgeschichte geschrieben. Die berühmte Treppenszene, das Massaker von Odessa. Unterdrückte und Unterdrücker, polemisch kontrastiert durch die Dynamik des Schnitts. Ein Meisterwerk der Montage, der filmischen Agitation. Von Anbeginn an hatte der Sowjetstaat den Film seiner Kontrolle unterworfen, mit Folgen bis heute. Doch perfektioniert wurde die Zensur erst, als Stalin im Kreml die Macht ergriff. Er ernannte sich selbst zum obersten Zensor. Wer ihm nicht passte, wurde in den Gulag geschickt, auch Filmemacher von Mosfilm. Das Kino zeigte nur die heroische Seite jener Epoche, den Aufbau des Sowjetreichs. Das spiegelt sich sogar noch in den von Mosfilm produzierten Musicals. Wolga, Wolga war Stalins Lieblingsfilm. Im Unterschied zu dem strengen Lenin liebte er das Unterhaltungskino. Подруга, выходи,
Natürlich war der Film auch ideologisch sauber. Er zeigte das Leben, wie die Führung es gerne gesehen hätte, nicht wie es wirklich war. Standfotos der sowjetischen Filme vom Mosfilm. Wer auch immer bei diesen Streifen Regie führte, die Zensur verschonte ihn nicht. Sie war bei Mosfilm zur Routine geworden. Man war einfach von der Bürokratenborniertheit dieser Chefs abhängig. Oft war der Film überhaupt nicht antisowjetisch, aber sie hatten verlangt, eine ganze Sequenz aus dem Film herauszuschneiden. Und man hatte im Grunde sehr wenige inhaltliche Gegenargumente. Und wer hatte schon immer den Nerv, einen Konflikt, einen Skandal zu riskieren? Da war es einfacher, den Film umzuarbeiten. Viele sind an dieser Situation zerbrochen. Andrei Tarkowski, der international berühmte Mosfilm-Regisseur, bei Dreharbeiten in Rom. Norman. 1983 war er in den Westen gegangen, weil er in seiner Heimat praktisch einem Berufsverbot unterlag. Die Ideologen konnten nicht akzeptieren, dass der Regisseur auf der Autonomie seiner Kunst bestand. Tarkowskis Meisterwerk Andrei Rubljow thematisiert diesen Konflikt. Die fragmentarisch überlieferte Biografie des berühmten Ikonenmalers dient als Parabel über das Verhältnis des Künstlers zur Macht und Tarkowskis eigener Vision der Kunst. Der Film zeigt den malenden Mönch in dem von Gewalt geprägten Russland des 15. Jahrhunderts. Andrei Rubljow erlebt die rohe Gewalt, die Grausamkeit der Mächtigen und seine eigene Ohnmacht. Die Antwort auf die Brutalität der Zeit sind Andrei Rubljows Ikonen, die im Finale in ihrer realen Farbigkeit zu sehen sind. Tarkowskis Film wurde 1966 verboten. Und heute? Vor einem Studio von Mosfilm warten die Fans einer beliebten Fernsehshow auf den Beginn der Sendung, bei der sie Zuschauer sein dürfen. Fernsehen ist seit dem Umbruch die beliebteste Freizeitbeschäftigung der Russen. Mosfilm bedient sie. In der Show geht es um einen Tanzwettbewerb, bei dem prominente Laien sich als Profitänzer versuchen. Shows sind nur ein Teil der Fernsehunterhaltung. Die Sender lassen bei Mosfilm auch Serien, Soaps, Talkshows und Videoclips drehen. Bei der Produktion von Serien führt Russland sogar den Weltmarkt an. Die Filmfabrik profitiert vom Boom der einheimischen Fernsehproduktion. Ja, sie verdankt ihr Comeback fast ausschließlich dieser Ware. Wir produzieren sehr viele Fernsehprogramme, drehen Serien ab. Und wenn ich sage, Mosfilm realisiert 80 bis 100 Projekte im Jahr, dann sind diese Sendungen mitgezählt. Eigentlich wollte ich ein Studio schaffen, in dem Kinoregisseure wie ich alle Bedingungen vorfinden, um Filme zu machen und das sie zum Arbeiten anregt. Andererseits ist die Welt heute, wie sie ist. Und Film und Fernsehen sind in einem solchen Maß zusammengewachsen, dass man sie heute nicht mehr voneinander trennen kann. Und so schmücken die Requisiten aus dem Fundus von Mosfilm nicht nur die Kinofilme des neuen Russland, sondern auch Spielfilme, die das Fernsehen produziert.
Selbst an Privatpersonen werden sie vermietet. Im ganzen Filmkonzern gibt es nahezu keinen Bereich, aus dem heute nicht Kapital geschlagen wird. Dazu zählen auch die mehr als 800.000 Kostüme. Wunderschöne, aufwendig gearbeitete Stücke sind darunter. Sie erinnern an die Geschichte der Traumfabrik, an ihre großen Filme. Preisgekrönte Kostüme für den 1986 gedrehten Historienfilm Boris Godunov. Auch die Kostüme für eine der bezauberndsten Heldinnen des sowjetischen Kinos werden im Fundus aufbewahrt. Für Natascha Rostova in der Verfilmung von Leo Tolstois berühmten Roman Krieg und Frieden. Здравствуйте, моя милая, поздравляю вас. Смотрите на папа! Смотрите на папа! Смотрите на папа! Die Leiterin des Kostümfundus findet Kleider für einen Film der 70er Jahre am schönsten. Mein Lieblingsfilm ist Moskau glaubt den Tränen nicht. Ich habe ihn mehrmals gesehen und könnte ihn immer wieder anschauen. Diesen Film von 1979 lieben wirklich alle Russen. Der Film über junge Frauen aus der Provinz und ihr Schicksal im Moskau der 50er Jahre war ein Riesenerfolg. Dieses Kleid hier finde ich wunderbar geschneidert. Es wurde für die Schauspielerin Irina Muravjova gemacht. Ой, Сережа, какой вы неповоротливый. Ну как там в Швеции? Да мы эту за границу только из окна автобуса видим все время. Игры, тренировки. Очень жаль. Он еще у самых истоков, но ему принадлежит... Träume von weiblichem Glück. Und was von ihnen 20 Jahre später bleibt? Ernüchterung. Der Alltag einer alleinerziehenden, berufstätigen Frau. Moskau glaubt den Tränen nicht. Wunderbar leicht inszeniert, bar jeder Ideologie, ein sowjetisches Filmwunder. Die Leute standen überall im Land Schlange vor den Kinos. Und im Laufe eines Jahres hatte der Film fast 100 Millionen Zuschauer. So eine Zahl hatte es noch nie gegeben. Das war der absolute Rekord. Das Melodram erhielt 1981 sogar den Oscar für den besten ausländischen Film. Aber der Regisseur Wladimir Menschow konnte sich über diesen Triumph nicht freuen. Naja, im Zusammenhang mit diesem großen Erfolg gab es auch viele Neider und Intrigen gegen mich. So dass ich schließlich nicht in die USA zur Oscar-Verleihungszeremonie gefahren bin. Alle, die offizielle Filmkritik und meine Kollegen von der Regie, waren der Auffassung, der Film sei ein riesiges Zugeständnis an den niedrigen Massengeschmack. Nicht nur die Filme, auch die Gebäude der Traumfabrik, ihre pompöse Sowjetarchitektur, erinnern an die Blütezeit des Kinos bei Mosfilm. Das alte System hatte zwar vieles verhindert, aber auch große Filme ermöglicht. Ja, sogar Unterhaltung auf Weltniveau. Doch die Zeiten haben sich geändert. Der früher verpönte, niedrige Massengeschmack dominiert, vor allem bei den Fernsehproduktionen. Eine Gesangsshow wird geprobt.
Zwar produziert das russische Fernsehen auch qualitativ Hochwertiges, Dokumentationen zum Beispiel. Aber das ist die Ausnahme. Und auch im Kino regiert der Kommerz. Im Herzen des alten Moskau liegt die Petrowski-Straße. Hier befindet sich eine der experimentierfreudigsten Bühnen der Metropole, das Theater der Nationen. Sein künstlerischer Direktor ist der Starschauspieler Jewgeni Mironow. Da Mironow auch als Bühnendarsteller brilliert, kann er sich's leisten, nicht jedes Angebot vom Fernsehen oder Kino annehmen zu müssen. Gerne würde er öfter für das Kino arbeiten, aber der Mainstream, der das russische Kino dominiert, macht es ihm unmöglich. Das ist heute die Entscheidung, vor der jeder Filmschaffende steht. Entweder Kommerzkino machen oder zum Fernsehen gehen. Ein drittes gibt es nicht. Ich habe das erst kürzlich begriffen, dass dies nun einmal die Existenzbedingungen des Films in Russland sind. Man muss das hinnehmen oder es sein lassen. Ich habe 3 Jahre lang keinen einzigen Spielfilm gedreht. Bis auf einen, in dem ich Fjodor Dostojewski dargestellt habe. Aber das war fürs Fernsehen. Aber auf Dauer kann es nicht sein, dass ein historisch und von den Ausmaßen her so großes Land wie Russland nicht seine eigene Weltanschauung und sein eigenes Kino wiederfindet. Moskau. Das Geld- und Machtzentrum Russlands. Hinter den glänzenden Fassaden sieht es für manchen Wirtschaftszweig nicht so rosig aus. Dazu zählt das russische Kino. Zwar hat es sich von seinem Zusammenbruch erholt und produziert wieder reichlich, aber es mangelt ihm an Erfolgen bei den eigenen Zuschauern. Das russische Publikum bevorzugt die amerikanischen Kinohits. Ihre Präsenz ist erdrückend. Dafür sorgen mächtige Verleiher wie zum Beispiel Sony und Paramount mit ihren russischen Partnern. Mit dem Kino kann man keine Geschäfte machen. Daher setzt Mosfilm auf das Fernsehen. Das weiß auch Daniil Dondurey, einer der profiliertesten Filmkritiker Russlands. Trotzdem fällt sein Urteil über den Wandel bei Mosfilm nicht gerade freundlich aus. Mosfilm ist heute kein Teil des ideologischen Apparates mehr. Es ist keine Zensurbehörde mehr. Es hat aufgehört, eigene Projekte selbstständig voranzutreiben. Mosfilm verkauft heute Dienstleistungen. Zynisch, unverblümt und auf Profitmaximierung bedacht. Mosfilm verdient immens viel. Und das Management ist sogar stolz darauf, denn es ist eine technische Revolution im Gang. Die russische Gesellschaft achtet die Chefs von Mosfilm sogar dafür, dass sie das Geld nicht einfach stehlen und sich dafür Villen bauen, sondern es immerhin in neue Technik investieren. Nach russischen Maßstäben ist dies eine musterhafte und segensreiche Unternehmensführung. Wie man Gewinne macht, das weiß inzwischen auch die russische Filmindustrie. Einheimische Hits und Blockbuster, gestrickt nach den Erfolgsmustern des amerikanischen Kommerzkinos, finden den Weg in die Filmtheater. Aber an der Kasse boomen sie nicht so wie ihre Vorbilder. Abgesehen von diesem Defizit hätte die Filmindustrie kaum Grund zu klagen. Denn der Staat subventioniert wieder den Film, wenn auch nur noch mit 30%. Dafür sorgte Putin, nachdem er im Jahr 2000 zum ersten Mal als Präsident in den Kreml eingezogen war. 2008 war dann Dmitri Medvedev Präsident geworden und Putin Ministerpräsident. Im Kreml gab Putin weiterhin den Ton an, nun auch noch in Sachen Kino. Seither hat er den Vorsitz im Filmentwicklungsrat.
In dieser Funktion hielt er den Kinobossen sofort eine Standpauke. Da der Film bisher weder im eigenen Land noch außerhalb ein Massenpublikum erobert habe, so Putin, verfehle er das Ziel, wirtschaftlich und kulturell Einfluss zu nehmen. Aus dieser Rede spricht die Prägung durch die Sowjetzeit. Damals waren Filme, zum Beispiel die von Mosfilm, tatsächlich noch kulturell einflussreich und hatten ein Massenpublikum, wenn auch nur dank fehlender Konkurrenz aus dem Ausland. Außerdem spielten damals Geld, Zeit und Material keine Rolle, wenn Filme produziert wurden. Ein Beispiel: die Mosfilm-Produktion Krieg und Frieden. Diese Oscar-gekrönte Literaturverfilmung ist der bis heute teuerste Blockbuster des russischen Kinos. Geschätzte 100 Millionen Dollar Produktionskosten, zahllose Stars und Statisten, 5 Jahre Drehzeit. Die Dreharbeiten für die schönen Bilder verursachten dem Kameramann erheblichen Ärger. Bis zum bitteren Ende musste er auf riesigen Mengen von schlechtem sowjetischem Filmmaterial drehen, wodurch Fehler im Bild entstanden. Alternativen wurden abgelehnt, aus gutem Grund. Die Filmqualität war einfach grauenhaft. Es gab technische Mängel aller Art. Immer wieder fehlte mal etwas. Zum Beispiel die Perforation am Rand des Filmstreifens. Oder in die Emulsion war ein ganzer Mückenschwarm mit eingegossen. Ich schlug also dem Regisseur Sergei Bondarchuk vor, auf Filmmaterial aus der DDR von der Firma Orvo weiterzudrehen. Sie haben uns ein paar hundert Meter geschickt. Der Film war etwas empfindlicher als unserer. Und vor allem hatte er nicht diese Defekte wegen mangelhafter Produktionsqualität. Aber Bondarchuk hat der DDR-Film nicht gefallen. Er meckerte über die Farben und noch über dies und jenes. Aber ich denke, es ging ihm eigentlich um etwas anderes. Das sowjetische Filmmaterial bekam er nämlich geliefert, ohne dass es in Rechnung gestellt wurde. Das Material aus der DDR aber hätte er abrechnen müssen. Cannes, Filmfestspiele 1958. In jenem Jahr gab es eine echte Sensation. Eine junge Filmschauspielerin aus dem sogenannten Ostblock war der Star und Publikumsliebling. Tatjana Samoilova, links im Bild. Sie spielte die Hauptrolle in dem Kriegsfilm Die Kraniche ziehen, eine Mosfilm-Produktion. Er sollte die Goldene Palme gewinnen. Tatjana Samoilova, die einzige aus dem Filmteam, die nach Cannes reisen durfte, nahm die Auszeichnung entgegen und bestach alle mit ihrem Charme. C'est si bon, oh la la, rief sie ins Publikum. Der prämierte Film, ein Triumph sowjetischer Filmkunst, wurde ein internationaler Erfolg. Er erzählt die Geschichte einer vom Krieg zerrissenen Liebe. Als die Deutschen 1941 Russland überfallen, muss sich das Liebespaar trennen. Boris zieht freiwillig in den Krieg. Veronika gelingt es nicht mehr, von ihm Abschied zu nehmen. Sie wird ihn nie wiedersehen. Nach Jahrzehnten, in denen das Kino sozialistische Helden präsentiert hatte, erzählt dieser Film von dem individuellen Leid, das der Krieg über die Menschen brachte. Alexei Batalow, der durch die Rolle des Boris berühmt wurde, erinnert sich. Ach, meine Rolle war doch ganz klein. Kleiner geht es gar nicht.
Aber ich habe mich gefreut, sie zu spielen. Denn die Kameraführung hatte der geniale und bis heute unübertroffene Kameramann Sergei Urusiewski. Wir haben später Freundschaft geschlossen und er hat mich, wenn man so sagen darf, ins Kino eingeführt. In diesem Film war der Kameramann die entscheidende Figur, denn alle erinnern sich an die sich drehenden Birken. Alexei Batalow meint eine der visuell eindrucksvollsten Szenen des Films. Sie erzählt vom Sterben des Soldaten Boris. Große Filmkunst. Das gab's nur damals bei Mosfilm. Auch heute gibt es anspruchsvolle russische Spielfilme. Sie werden überwiegend bei Mosfilm produziert. Filmproduzenten schätzen an den Studios die moderne Technik und die erfahrenen Handwerker. Die Kulissenbauer zum Beispiel. Aber die meisten Spielfilme werden für das Fernsehen gedreht. Für Kinoproduzenten ist das Drehen bei Mosfilm in der Regel zu teuer. Etwa alle 2-3 Jahre wird auch eine Eigenproduktion von Mosfilm realisiert, auf Initiative des Generaldirektors Karin Schachnasarow. 2009 führte er Regie bei einem Kinofilm, der mit internationalen Preisen überhäuft wurde. Der Verfilmung von Krankensaal Nummer 6, einer Novelle von Anton Tschechow. Sie erzählt von einem irren Arzt, der sich mit einem Patienten solidarisiert und deshalb selbst als Wahnsinniger abgestempelt wird. Der Regisseur, fasziniert von der Aktualität des Stoffes, hat für den Film eine ganz eigene Ästhetik entwickelt. Mit seinem hohen Anspruch an Inhalt und Bildsprache knüpft Karin Schachnasarow an die Tradition von Mosfilm an. Für mich bleibt Kino dasjenige Medium, das man noch als Kunst bezeichnen kann. Und der Einfluss, den das Fernsehen auf das Kino ausübt, ist aus meiner Sicht nicht sehr positiv. In der Epoche des Fernsehens ist das Kino einfach endgültig zur Ware geworden. Und dieser Ware geht jene Magie ab, die es in den alten Zeiten noch gab, als das Kino noch beanspruchte, eine Kunst und damit mehr als eine Ware zu sein. Der Film spielt zu einem großen Teil in einer Psychiatrie in der Nähe von Moskau. Und lässt zusammen mit Profischauspielern auch Patienten agieren. Den Zuschauer so direkt und so ehrlich wie möglich mit einer bedrückenden Realität zu konfrontieren, das ist im neuen russischen Kino eine Ausnahme. Und allein schon deshalb fast eine Sensation. Diese Szene ist erfunden. Die weihnachtliche Tanzparty der Patienten. Doch gerade sie wirkt besonders anrührend. Krankensaal Nummer 6 wurde zwar im Kino gezeigt, verschwand daraus aber schon nach wenigen Tagen. Wie das europäische, ist auch das russische Autorenkino zu einem Nischendasein verurteilt. Erstens wird das Autorenkino vom Staat nicht richtig gefördert, weil auf staatlicher Seite die Überzeugung herrscht, dass dieses Kino ein zu negatives Bild des Lebens in Russland zeigt.
Es gibt auch keine Zuschauer, die darauf vorbereitet wären, sich diese Filme anzuschauen. Denn niemand redet über sie. Im Fernsehen laufen sie im Nachtprogramm. Und in die Kinos kommen sie nicht, weil sie mit den amerikanischen Filmen nicht konkurrieren können. Und drittens hat der Staat keine gescheite Filmpolitik. Bei uns wird das Geld überwiegend für Produktionen ausgegeben. Und es bleibt nichts übrig, um Programmkinos zu unterstützen. Deren Programm würde überdies dem Staat nicht gefallen, weil sie das Leben eines problematischen Landes zeigen. Das ist ein Teufelskreis. Und einstweilen sehe ich keinen Ausweg daraus. Bei Mosfilm sind manchmal auch die jungen Autorenfilmer mit schmalem Budget zu Gast. Sie nehmen die hervorragende Technik in Anspruch, lassen beispielsweise in den hochmodernen Studios ihre Filme vertonen und mischen. Dieser Streifen, der am Polarkreis spielt, ist ein interessantes Beispiel des jungen russischen Autorenkinos. Bestechend ist nicht nur der exotische Schauplatz, sondern auch die ungewöhnlich sorgfältige Bildgestaltung und die einfallsreiche Inszenierung des Films. Der Film stieß in Russland auf kein geringes Publikumsinteresse. Wer ist dort nicht fasziniert von den kühnen Forschern am Polarkreis? Ups. Это ты медведю скажешь. Doch in dem Film geht es um die gestörte Kommunikation zwischen einem jungen und einem älteren Meteorologen, um einen Generationskonflikt. Auf der Berlinale 2010 erhielt der Film gleich 3 silberne Bären. Für die Schauspieler und die Kamera. Wenn ich versuche, einen Film zu machen, bin ich bestrebt, eine Geschichte in meiner Bildsprache zu erzählen. Und zwar so, dass man nicht Filmwissenschaft studiert haben muss, um ihn zu verstehen. Trotzdem ist er kein Hollywood-Film geworden, weder wie Shrek noch wie Harry Potter. Es ist klar, dass für einen Teil des Publikums ein Film von 2 Stunden und 4 Minuten Dauer mit nur 2 Schauspielern und eher kurzen Dialogen, sagen wir mal, unerwartet kam. Aber ich habe in vielen Blogs nachgelesen und habe den Eindruck gewonnen, dass es uns doch gelungen ist, dem Hollywood-gewohnten Zuschauer nahezubringen, dass es auch eine andere Art von Kino gibt. Wie haben der Regisseur und seine Produktionsfirma diesen Kinofilm finanziert? Alle meine 3 Spielfilme sind zu großen Teilen vom russischen Kulturministerium unterstützt worden. Dieses Förderprogramm für unabhängige Filmemacher läuft schon einige Jahre und ihm ist mit ganz wenigen Ausnahmen die Entstehung des neuen russischen Kinos zu verdanken. Grundsätzlich erhalten alle Spielfilme eine staatliche Förderung von 1 Million Dollar, die vom Filmfonds der Regierung zugesprochen wird. Ausdrückliche Zensur gibt es nicht, aber mir ist klar, dass der Staat ein Drehbuch, das zu kritisch oder offen politisch ist, einfach nicht finanzieren wird. Dem Kulturministerium dürfte die Entscheidung nicht schwer gefallen sein, diesen völlig unpolitischen Film zu fördern. Das Abenteuer Wildnis, die Furcht vor dem Archaischen, das alles wunderbar gedreht und dazu noch mit Witz inszeniert. Das ist in der Tat ein Film, der nicht aneckt und überall gefällt. Nicht nur in Putins Russland. Das russische Kinopublikum ist im Grunde wie überall auf der Welt. Schwierige Filme mag es nur selten. Die leichte Kost ist in Russland nicht schlechter als anderswo. Ja, manchmal triumphiert sie sogar über amerikanische Vorbilder.
2004 startete das russische Kino eine Offensive auf die Leinwände des Westens mit zwei Blockbustern, die weltweit Einspielrekorde brachen. Die Fantasy-Action-Filme Wächter der Nacht und Wächter des Tages. Produziert wurden sie von einem der mächtigsten Männer Russlands. Konstantin Ernst, Chef des Staatsfernsehens Rossija 1 und erfolgreichster Filmproduzent des Landes, hier 2011 bei der Verleihung des Nika, des russischen Oscar. Von Konstantin Ernst hängt derzeit die Existenz des russischen Kinos ab, denn es wird hauptsächlich vom Fernsehen finanziert. Auch Papagrebskis Film wurde von ihm mitfinanziert und gewann hier einen Preis. Der Preis für den besten Film aber ging an eine Produktion des Fernsehchefs. Ein russischer Held, menschliche Leidenschaften und nicht zuletzt ein nationales Heiligtum. Die russische Eisenbahn. Dieser Film kann durchaus mit Hollywood konkurrieren. Dem Produzenten geht es jedoch nicht nur darum, Hollywood-Kino zu machen, sondern Spielfilme, die die Nation begeistern. Meine Aufgabe besteht darin, Filme für Russland zu machen. Denn gute Filme haben die Fähigkeit, die Zeit zu überdauern und den Menschen Verhaltensmuster aufzuzeigen. Und wenn es mir gelingt, den Menschen, die mit mir im selben Land leben und die ich gut verstehe, die Besonderheiten der Zeit zu verdeutlichen, in der sie leben, dann bin ich mit dieser Aufgabe vollauf zufrieden. Diesen Kriegsfilm hat der Generaldirektor von Mosfilm persönlich produziert. Bei den Dreharbeiten hatten die Feuerwerker des Studios viel zu tun. Man zeigt eben gern, was man kann. Kriegsfilme sind im heutigen Russland wieder in Mode. Ganz im Sinne von Putin, der ein starkes Russland will und die Menschen auf seinen Kurs einschwört. Dies ist die Waffenbasis von Mosfilm. Das historische Kriegsgerät wird von Russlands Filmindustrie oft gebraucht. Denn seit Putins Machtantritt produziert sie eine Heldengeschichte nach der anderen. Und die meisten spielen im Zweiten Weltkrieg. Verständlich, denn der Sieg über Hitler-Deutschland ist Russlands größter Mythos. Und nach dem Zerfall des Sowjetreichs ist er ein hervorragendes Mittel, um die Identität der Nation zu stärken. Der Stern ist professionell gemacht und sehr spannend. In Putins Russland werden Filme mit patriotischem und militärischem Inhalt vom Staat ausdrücklich gefördert. Für den Produzenten des Films ist das Thema aber noch aus einem ganz anderen Grund wichtig. Der Krieg hat natürlich überhaupt eine enorme Bedeutung für unser Land. Auch wenn sie nach und nach schwächer wird und das Thema für meine Kinder schon nicht mehr so wichtig ist wie für mich, der ich 7 Jahre nach Kriegsende geboren wurde. Mein Vater hat 3 Jahre an der Front gekämpft. Ich atme bis heute diese Atmosphäre. Und das ist in meiner ganzen Generation so. Womöglich habe ich auch deshalb den Stern gemacht. Eröffnung des internationalen Moskauer Filmfestivals. Starrummel auf dem grünen Teppich. Doch nur er ist hier wirklich der Star, Nikita Michalkov, Präsident des Festivals und Oscar-Preisträger. Die russische Filmwelt fürchtet ja mehr noch, hasst ihn. Denn der legendäre Kinoheld und Filmemacher verfügt über beste Beziehungen zum Herrn des Kreml, dessen Dudes-Freund er ist.
Die Treue zur Macht lohnt sich für Michalkow, denn niemand in Russland verweigert jemandem, der auf Seiten des Staates steht, die Dollarmillionen, die er für seine Filme braucht. Und so focht es Michalkow wenig an, dass sein mehr als 12 Millionen Dollar teures Kriegsfilmepos gerade an der Kasse floppte. Der Film kam 2010 in die Kinos. Die Werbung pries ihn als das große Kino über den großen Krieg. Aber nur wenige Zuschauer ließen sich von diesem Slogan ins Kino locken. Nikita Michalkow spielt in seinem Kriegsepos die Hauptrolle, einen entflohenen Lagerhäftling. Zusammen mit einem Kameraden wird er Zeuge von Hitlers Überfall auf die Sowjetunion. Die russische Kritik hat den Film verrissen, trotz der unbestreitbar virtuosen Regie. Produziert wurde der Film mit der technischen Unterstützung von Mosfilm. Die Brücke darf nicht zerstört werden. Die brauchen wir für unsere Panzer. Verstanden? Wladimir Putin, hier an der Seite von Michalkow, dürfte den Film mit Spannung erwartet haben, hatte doch der Regisseur versprochen, mit seinem Kriegsepos Russlands Kinoruhm zu mehren. Doch wie lange wird Putins Sympathie noch andauern, wenn die Russen sich zunehmend dem Krieg im Kino verweigern? Mit viel Pathos erzählt Michalkows Film auch von Kameradschaft und Opfermut. Mit einer übermenschlichen Kraftanstrengung rettet der Held einen Kameraden vor dem Tod. Ein Opfermut, wie ihn auch Steven Spielbergs Kriegsfilm Der Soldat James Ryan verherrlicht, der Michalkow inspiriert hat. Er wollte einen vergleichbaren Kinomythos schaffen. Nicht zuletzt sah er seine Aufgabe auch darin, das Publikum moralisch zu erziehen. Для меня была задача человек, который смотрит эту картину. Ich habe meine Aufgabe darin gesehen, dass die Zuschauer dieses Films, die nachher rausgehen und sich ein Eis kaufen, dafür dankbar sein werden. Dankbar für die Möglichkeit, ein Eis essen zu können und nicht in Deckung gehen und herumschießen zu müssen. Sie haben diese Angst vor den schrecklichen Erlebnissen des Krieges verloren. Und ich möchte, dass die Leute wieder wissen, was sie haben. Der Krieg auf der Leinwand geht weiter. Nikita Michalkow bearbeitet die Fortsetzung seines Kriegsfilms. Sie trägt den Titel Die Festung. In einem der großen Tonstudios von Mosfilm werden Ton und Sprache zusammengefügt und gemischt. Dass Michalkow bei Mosfilm arbeitet, liegt nicht nur an den hervorragenden Produktionsbedingungen des Studios. Mit der Traumfabrik, wo er seine Karriere als Filmregisseur begonnen hatte, verbindet ihn die Erinnerung an die große Zeit des russischen Films. Nikita Michalkow wünscht sich nichts mehr als das Comeback des russischen Kinos. Ich bin der Meinung, dass man heute 1 Milliarde Dollar investieren müsste, um wieder eine eigenständige Kinoindustrie zu bekommen. Ein Film wie meiner kann unter den heutigen Bedingungen seine Kosten nicht wieder einspielen. Aber wir müssen anstreben, diesen großen Stil wieder zu beleben. Vom Arthouse-Stil kann man nicht leben. Genauso wie Sie nicht die ganze Zeit Austern essen können, so köstlich sie auch sind. Irgendwann wollen Sie wieder mal ein Stück Brot. Richtig wäre es, eine wirklich große Summe zur verantwortungsvoller Nutzung für das Kino zu investieren. Dann hätte man in 5 Jahren auch wieder eine Filmindustrie, die den Namen verdient. Gartenparty bei Mosfilm. Gedanken über die Bedeutung des russischen Films werden sich nur die wenigsten Gäste machen. Auch Nikita Michalkow kann entspannt sein. Die Finanzierung seines nächsten Films ist sicher. Der Generaldirektor von Mosfilm aber hat die besten Karten in diesem Spiel. Solange sein Studio keine Konkurrenz bekommt, fließen die Gewinne. Aber ist es doch nicht ein bisschen wenig, dass der Laden läuft? Dass das Fernsehen ohne Ende Shows, Serien, Talkshows und Soaps produziert, von denen Mosfilm profitiert?
Vielleicht verhält es sich doch in Wahrheit so. Mosfilm befindet sich nur vorübergehend in einem Dornröschenschlaf. Eines Tages wird das Studio wieder erwachen und sich auf seine wahren Kräfte besinnen. Aber dieses Erwachen wird erst möglich sein, wenn das russische Kino wieder einen klaren Kurs fährt und sich von der Last der Vergangenheit löst. Kriegsfilme und die Anpassung an den Druck von oben führen offenbar in eine Sackgasse.